Ich grüße euch zu einem neuen Video und heute geht es um 5 Smart Plugs, die HomeKit nutzen. Ich habe in den letzten Monaten 5 verschiedene Smart Plugs im Einsatz gehabt und die auch alle mit HomeKit genutzt in meiner Apple Home App. Das wäre einmal der Eve Energy, der Smart Plug von Philips Hue. Dann hätten wir hier den Vocolink VP3, den Kogig P4 EU und von Meros den MSS 210. Es sind alle außer der Eve Energy mit Alexa kompatibel sowie mit Google Assist. Was ich persönlich ganz wichtig finde, ist die Messung des Stromverbrauchs. Das können alle, bis auf den Meros und den Philips Hue Plug. Alle sind in der Apple Home nutzbar, genauso wie in der Eve App. Man kann bei allen Zeitpläne erstellen und Routinen erstellen. Der Eve läuft mit Bluetooth oder mit Thread. Für den Philips Hue wird die Bridge benötigt. Und die anderen drei laufen alle mit WLAN 2,4 GHz. Man kann alle Stecker per App steuern, aber auch am Gerät selbst. Und zwar hat jeder einen Powerknopf. Und zwar einmal hier, hier, hier und hier. Und der Eve ist der einzigste, der hat ihn ganz klein hier an der Seite. Der Eve Energy ist von der Größe her der kompakteste. Er hat eine Höhe von 5,6 cm, ist 5,6 cm breit. Und die Tiefe, das was man nachher sieht, von hier bis hier sind 4,1 cm. Der Philips Hue Smart Plug ist 5,1 cm hoch, hat eine Breite von 5,1 cm. Und die Tiefe, was man nachher sieht, von hier bis hier, sind 4,6 cm. Der Vocolink VP3 hat eine Höhe von 6,6 cm, eine Breite von 5,6 cm und eine Tiefe von hier bis hier mit 4,2 cm. Der P4 von Kugig hat eine Höhe von 5,9 cm, eine Breite von 5,9 cm und eine Tiefe von hier bis hier von 4,9 cm. Der Meros MSS 210 ist der größte. Er hat eine Höhe von 6,7 cm, eine Breite von 6,7 cm und eine Tiefe von hier bis hier von 4,1 cm. Optisch gefällt mir der Eve Energy am besten. Er ist der kompakteste und der schlichteste vom Design her und kann ich auch jedem empfehlen. Er kann die Stromwerte messen, benutzt Bluetooth und auch das neue Thread, hat aber kein Alexa und kein Google Assist. Preislich ist er auch der teuerste, er kostet 40 Euro. Man bekommt ihn aber auch öfters in Aktionen für 25 bis 30 Euro, so habe ich sie mir meistens ergattert. Ich nutze den Eve Energy meistens an Steckdosen, wo irgendein wichtiges Gerät dran hängt, damit ich den genauen Stromverbrauch habe, was ich persönlich sehr wichtig finde. Dann hätten wir hier einmal den Philips Hue. Der benötigt allerdings die Bridge und ist für alle die interessant, die Philips Hue nutzen. Er misst allerdings nicht den Stromverbrauch. Ich nutze diesen jetzt meistens für Geräte, da wo einfach nur eine Lampe dran hängt. Wie zum Beispiel bei uns im Wohnzimmer haben wir eine Vitrine mit Licht und da kommt dieser Smart Plug zum Einsatz. Er ist HomeKit, Alexa und Google Assist kompatibel und kostet 24 Euro. Dann haben wir den Smart Plug von Vocolink, den VP3. Der sich ebenfalls mit HomeKit, Alexa und Google Assist versteht. Er misst auch den Stromverbrauch, läuft allerdings über WLAN und kostet im Schnitt 22 Euro. Meistens bekommt man ihn aber auch im Zweierpack für ca. 33 Euro. Welches Modell bei mir nicht mehr im Einsatz ist, was ich nicht mehr nutze, ist der P4 von Kugig. Ich bin mit ihm nicht ganz so zufrieden, denn er tut die Stromwerte nicht genau messen, hat Abweichungen im Vergleich zum Vocolink und zum Eve Energy.
Optisch gesehen ist er auch der größte bzw. der am meisten aus der Steckdose hinausschaut mit 4,9 cm. Preislich ist er aber für 22 Euro zu haben und läuft mit WLAN 2,4 GHz. Das günstigste Modell von allen ist der Meros. Den bekommt man in einem Zweierpack für 34 Euro circa. Den gibt es aber auch in einem Dreierpack oder Viererpack ab und zu. Leider misst dieser keinen Stromverbrauch und ich hoffe, dass Meros irgendwann Smart Plugs auf den Markt bringt, die den Stromverbrauch zählen. Denn an sich finde ich die Sachen preislich sehr günstig. Qualitativ sind sie jetzt nicht die besten, aber sie sind gut und sie funktionieren. Auch der Meros ist mit HomeKit, Alexa und Google Assist kompatibel. Es laufen alle Smart Plugs mit 230 Volt, außer der Meros. Der hat sogar 240 Volt. Erwähnen möchte ich noch das Einrichten der Smart Plugs. Es hat mit allen sehr einfach funktioniert, außer mit dem Cookie hatte ich relative Probleme. Der Stecker konnte nicht gefunden werden, beziehungsweise dann auch nicht hinzugefügt werden. Es ist immer wieder ein Fehler aufgetreten. Hab diesen auch mehrmals zurückgesetzt, bis es dann irgendwann funktioniert hat. Mit den anderen vier Smart Plugs gab es keine Probleme. Einrichtung war relativ einfach und schnell. Ich habe alle direkt über HomeKit in die Home-App integriert, außer den Philips Hue. Den musste man über die Hue-App einfügen. Dann möchte ich euch auch gerade noch zeigen, wie es aussieht, wenn die Stecker an sind. Und zwar schön zu sehen ist, wer es abends gerne etwas dünkler möchte und nicht gestört werden möchte von den Smart Plugs. Der Cookie ist sehr hell. Er leuchtet nicht nur von oben, sondern auch von der Mitte her kommt das Licht hindurch. Beim Eve Energy ist es recht dezent. Der Hue Smart Plug zeigt es oben rechts ganz klein an, wenn er an ist. Zusätzlich ist er der einzigste, der auch ein rotes Licht anzeigt, wenn er aus ist. Der VocoLink zeigt es ebenfalls rechts oben ganz klein an, mit einem grünen Licht, wenn dieser an ist. Und beim Meros leuchtet es grün auf dem An- und Ausschalter, wenn dieser in Betrieb ist. Dann möchte ich euch noch zeigen, warum ich hauptsächlich den Eve Energy nutze. Und zwar ist da das Besondere in der Eve App. Die klicke ich jetzt mal an. Hier haben wir dann auch den Eve Energy und den VocoLink. Sie sind beide angeschaltet. Und jetzt ganz interessant zu sehen, beim Eve Energy steht unten drunter momentaner Verbrauch 8 Watt. Kein Zeitplan, beim VocoLink steht nichts unten drunter. Das heißt, ich sehe gleich auf Anhieb, wie viel Watt der Eve Energy braucht. Ich klicke diesen mal an. Hier hat man jetzt Strom aus einschalten. Man kann einen Zeitplan machen. Der aktuelle Verbrauch von 8 Watt. Das wären die geschätzten Kosten von 21 Euro. Hier hätten wir den Gesamtverbrauch und die Gesamtkosten. Und das finde ich extrem interessant. Beim VocoLink sieht es etwas anders aus. Hier sieht man einfach nur an- und ausschalten und man hat den Verbrauch und man kann Automationen erstellen. Ich zeige euch noch kurz die Ansicht in der Apple Home App. Hier wären dann beide Geräte hier oben als Steckdosen angezeigt. Es sind beide an. Ich klicke den Eve Energy an. Wir können hier den Namen vergeben. Steckdose wird benutzt. Ja, im Raum Testraum anzeigen als Steckdose. Hier kann man es in den Favoriten anzeigen lassen, Automation hinzufügen, vorgeschlagene Szene, Status mit anderen Geräten kopieren, Hersteller Eve und unten der Hersteller, Seriennummer und das Modell, die Firmware und wir können das Gerät entfernen. Beim VocoLink sieht das genau identisch aus. Wir haben auch den Namen, den Raum, anzeigen als, in Favoriten anzeigen, Automation hinzufügen, vorgeschlagene Szene, Status mit anderen Geräten gruppieren, die VocoLink App, Hersteller, Seriennummer, Modell und Firmware. Bei allen Geräten, die als Smart Plug angezeigt werden, kann man hier Anzeigen als drücken. Man kann Licht, Steckdose oder Ventilator nutzen. Wenn es jetzt ein Licht wäre, wie bei meinen Philips Hue Smart Plugs, ist dann einfach eine Birne zu sehen. Diese kann man anklicken und kann den dann auch in ein anderes Icon verpassen. Das fand ich nochmal ganz wichtig zu zeigen, warum ich mich auch für den Eve Energy entschieden habe und den hauptsächlich nutze, da einfach die Anzeige in der Eve App einfach genauer ist. Ich zeige euch kurz den Eve Energy aus meinem Büro. Da hängen mehrere Zentralen dran, wie von Gardena, von Eufy oder die CCU3.
Hier habe ich jetzt das Icon, was ich vergeben habe. Hier hat man den Verbrauch mit 9 Watt. Die geschätzte Kosten wären 24 Euro. Der Gesamtverbrauch ist bis jetzt in diesem Jahr 16,66 Kilowatt. Die Gesamtkosten betragen sich auf 5,14 Euro bis jetzt. Interessant finde ich auch, man kann immer alles anklicken, sieht dann genau den Tag, wann man genau was verbraucht hat. Bei den geschätzten Kosten hat man hier noch die Woche, den Tag und die Minute. Bei mir sind die Kosten immer identisch, weil die Zentralen immer gleich viel Strom verbrauchen. Und das ist für mich eben ein richtig guter Vorteil in der Eve-App mit dem Eve Energy. Kommen wir zum Fazit. Für mich absolut empfehlenswert ist der Eve Energy, allerdings auch der teuerste. Aber wie gesagt, man bekommt ihn öfters in Aktion günstiger. Für all diejenigen, die den Stromverbrauch zählen möchten und der Smart Plug soll nicht allzu teuer sein, empfehle ich den Vocolink. Funktioniert auch prima, keinerlei Probleme und eine gute Messung. Für diejenigen, die den Stromverbrauch nicht benötigen und es einfach günstig sein soll und funktionieren, kann ich den Meros empfehlen. Allerdings ist dies auch der wuchtigste von allen. Aber wem das nichts ausmacht, ist das genau das richtige Gerät. Abraten würde ich vom Cookie, da er den Stromverbrauch nicht allgenau misst. Für diejenigen, die in der Philips Hue-Welt sind, die Bridge nutzen und Philips Birnen im Einsatz haben und einfach nur eine Lampe steuern wollen, kann ich den Smart Plug von Philips Hue empfehlen. Zu meiner Konstellation zu Hause, ich nutze hauptsächlich den Eve Energy, überall da, wo ich den Stromverbrauch messen möchte. Ich habe den Hue Plugin im Einsatz, da wo ich Licht an- und ausschalten möchte. Und ich habe auch zwei Vocolinks VP3 im Einsatz, die allerdings dort, wo man den Stecker nicht sieht. Weil ich persönlich finde ihn optisch nicht ganz so schön wie den Eve Energy. Für all diejenigen, die aber Alexa nutzen möchten oder Google Assist, fällt dieser weg. Und da ist dann die klare Kaufempfehlung für diejenigen, die den Stromverbrauch messen möchten, der Vocolink VP3. Das war mein kleines Video zu den Smart Plugs. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mir doch gerne in die Kommentare, welche Smart Plugs ihr nutzt, wie eure Erfahrungen so sind. Abonniert auch gerne meinen Kanal, gerne einen Daumen hoch. Und dann bis zum nächsten Video. Macht's gut!